Es ist der 25. Dezember, Weihnachtstag. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich könnte jetzt einfach sagen, Johannes 3,16. Alle Leute wissen, was dort steht. Aber für die paar wenigen, die es nicht wissen, lese ich es jetzt gleich noch vor. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darauf gebe ich mein Wort. Den Ausdruck hört man nur noch selten. Vielleicht braucht ihr ihn selber da auch dort oder habt ihr schon etwa mal gehört. Es tönt auf jeden Fall gut. Es tönt nach einer gewissen Verlässlichkeit. Wenn jemand das sagt, fängt man ihm an vertrauen. Und das kann vielleicht sogar der Grundbaustein sein für eine Art Freundschaft, die nachher entsteht. Ein Bibelverkäufer war in Afrika unterwegs mit einem Koffer voll Bibeln, hat ihm ein Haus auch wieder angeklopft. Dieser ist rausgekommen und hat ihn nur ausgelacht und gesagt, das wäre für mich nur Zigarettenpapier. Und so haben sie hin und her ein bisschen gemärtet und verhandelt. Am Schluss sind sie sich einig geworden. Ich verkaufe dir die Bibel, du kannst sie als Zigarettenpapier brauchen, aber du darfst nur rauchen, wenn du es zuerst auch gelesen hast. Darauf hat dieser sein Wort gegeben. Heute, wo viele Leute nicht mehr so recht verstehen, was es heisst, also hat Gott die Welt geliebt, und ein bisschen alt, ein bisschen verstaubt. Man weiss gar nicht, was solche Liebe überhaupt ist und wie sie wirkt und wie sie funktioniert. Hilft uns vielleicht genau der Ausdruck weiter? Darauf gebe ich mein Wort. Gott gibt sein Wort, Gott gibt seinen Sohn. Das ist für ihn ein und dasselbe. Schon bei uns ist ja das wertvoll, wenn wir uns ein Wort geben. Zum Beispiel all die Ja-Worte, die Land auf und Land ab gegeben werden und dann daraus eine ganze Lebensbeziehung aufbauen wird. Das ist so ein Wort, das man jeden Moment gibt und alles dran hängt. Und für Gott ist das noch mehr. Er tut sich so sehr mit seinem Wort identifizieren, dass er das Wort von sich sogar losreissen kann und in die Welt hineingeben kann. Es ist ein Teil von ihm und darum kann er es auch verschenken, darum kann er es auch weggeben. Und was daraus alles entstehen kann, das merkt man eben im Verlauf der Lebens-, Wirkens- und Leidenszeit von Jesus. Das Wort von Gott, das ist sein Sohn. Der Sohn von Gott, das ist sein Wort. Und er gibt das, er nimmt das aus sich selber, er gibt das der Welt, er schenkt das der Welt. Als ein Teil von ihm. Und da können wir etwas von dem verstehen, was heisst, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hat hergegeben. Weil von jetzt an muss er mit allem rechnen. Weil jetzt haben sie ihn. Jetzt können sie ihn wirklich beim Wort nehmen. Ja, sie können sogar beim Wort packen. Sie können das Wort nehmen, sie können es schütteln, sie können daran rütteln, sie können darauf knütteln, sie können schauen, was rausgeht. Kommt Gold raus oder kommt der Knüppel aus dem Sack? Und noch etwas anderes können sie, weil es ist ja ein Wort, es ist nicht ein Blitz aus dem Himmel, der gekommen ist. Sie können es überhören, das ist vielleicht noch fast das Schlimmste. Dieser hat sich wenigstens damit auseinandergesetzt, aber man kann daran vorbeigehen, es ist ja nur ein Wort. Es ist ja nur ein Mensch, es ist ja nur Jesus. Ach, was ist das schon? Heute ist das Fest von der Liebe. Wenn wir erfahren wollen, wenn wir erleben wollen, was Liebe ist, wenn wir es testen wollen, dann gebt jemand anderem euer Wort. Vielleicht habt ihr es schon mal jemandem gegeben. Aber der steht jetzt auch dazu. Durch dick und dünn, durch Feuer und Wasser. Genau das ist Liebe. Das Wort ist Fleisch geworden. Das ist Johannes seine Version von der Weihnachtsgeschichte. Gott gibt uns sein Wort. Er steht dazu. Das Wort ist geschüttelt worden. Er ist angehört und ist aber treu geblieben. Gott hat sein Wort gehalten. Dieser hat Donatis nach auch sein Wort gehalten, hat jede Seite gelesen, die er nachher verraucht hat von seiner Bibel, hat im Nachhinein über sein Leben gesagt, ich rauchte Matthäus, ich rauchte Markus, ich rauchte Lukas, ich rauchte Johannes, bis Kapitel 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nachher ist er selber auch Bibelverkäufer geworden. Es ist eine der schönsten Weihnachtsgeschichten. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.